Dass er wegen eines Selfies mit der Kanzlerin mal gegen Facebook vor Gericht ziehen würde, hätte sich Anas Modamani wohl nicht träumen lassen, als er im September 2015 mit Angela Merkel für ein Handyfoto posiert. Das Bild kursiert später als Fotomontage verfremdet im Internet und rückt den syrischen Flüchtling in die Nähe von Terroristen und Verbrechern. Weil Facebook die Bilder nicht löschen will, zieht der junge Mann in Würzburg gegen das soziale Netzwerk vor Gericht. Ich bin hier, ich lebe seit einem Jahr und 4 Monaten in Berlin. Ich habe nie Probleme gehabt, bin ich zufrieden hier. Und die Leute sind Fake News, sie sind Lügner. Also sie machen sehr schlecht Bild, sie hassen uns. Mehr als 45 Mal hätten sie bei Facebook Meldungen gemacht, damit die verleumderischen Fake News aus dem Netz genommen werden, sagt Modamanis Anwalt. Ohne Erfolg. Facebook weigert sich also, diese Sachen zu löschen, wenn man sie über den normalen Weg meldet. Es ist insofern ein bisschen heuchlerisch, wenn Sie sagen, Sie bedauern sehr, dass Anas Modamani diese Sachen über sich ergehen lassen muss. Facebook ist auch nicht bereit, die Inhalte wirklich zu löschen. Die Facebook-Anwälte schließen vor Gericht eine europaweite Löschung nicht aus, wollen sich aber zunächst mit dem Unternehmen beraten. Dem Richterspruch wird große Bedeutung über den Fall Modamani hinaus beigemessen.